Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Wir haben uns gerade hier in diesem Lager etwas von Klamotten erleichtert und sind immer noch auf dem Weg zur Polizeistation. Ich hoffe, wir sind bald da, um den Leuten dort zu helfen. Wir haben ja eine Militärfrequenz abgehört. Cosworth begleitet uns mal schlecht, mal recht. In der letzten Folge haben wir auch Leute getroffen, mit denen ich leider gar nicht so richtig interagieren konnte. Ich hätte sie gerne zu mir nach Sanctuary gebracht. Fleisch. Cosworth? Cosworth? Hey! Guck dir das an! Ja, dann guckst dir nicht an, greif es an. Schau's dir an. Das ist Fleisch. Obwohl, ja, lassen wir die Tiere erstmal in Ruhe. Haben wir hier irgendwas? Hier ist auf jeden Fall irgendwas auf der Karte markiert. Machen wir die Karte auf. Tenpins Bluff. Mülldeponie. Bedford Station. Oh, die habe ich abgeschlossen. Auch abgeschlossen. Lexington. Super Duper Market. Mann, da muss ich aber noch ein ordentliches Stück latschen. Komme ich ja noch fast durch Lexington jetzt durch. Nee, nee. Hoffe, wir kommen in dieser Folge da noch an. Da. Aber wenn wir in Lexington sind, vielleicht finden wir dann endlich mal diesen Super-Duper-Market. Ah, da ist die Fabrik. Cosworth hält mal wieder gebührenden Abstand. Erstmal ein Backup. Red Rock. Ach, da ist noch so eine Tanke. Sind wieder in Lexington. Ah, und ich glaube, da ist dieser Super Duper Market. Kronkorkenvorrat. Ja, klar, da hatte ich noch Frau und Kind. Was fragst du so doof? Damit die nicht wissen. Also manchmal Coswurf. Kannst du Fragen stellen, die entwerten jeglichen Sinn? Slocum Joe's Keller. Schauen wir uns hier doch mal etwas um. Ja, ich liebe die Ladezeit. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Wir sind im Slocum Joe's Keller. Hallo? Jemand da? Oha! Ein Aufzug, den schauen wir uns gleich an. Aufzug ist außer Betrieb. Schade. Wäre bestimmt was Interessantes, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich den Aufzug ankriegen soll. Ich gehe mal zu Fuß nach oben. Ein
Players Only. Ach, hier war ich doch gerade schon drin. Okay, ich sehe keinen erdenklichen Weg, wo dieser Aufzug hinführen könnte. Außer vielleicht aufs Dach. Und da komme ich, glaube ich, nicht hin. Einmal versuchen wir es noch. Coastworth aus der Bahn. Ne. Da führt gerade erstmal kein Weg hin. Gehen wir hier wieder raus. Ich glaube, da vorne war nämlich der Super Duper Market. Super Duper Mart. Was kann ich jetzt hier Schönes machen? Außer mich mal ein bisschen umgucken. Oh, ist da Handy-Treibstoff? Was mache ich damit Schönes? Schauen wir nochmal nach. Schrott. Welt ist da drunter? Genau. Es ist nur Stahl. Gehen wir mal in den Super Duper Mart. Okay, wir sind im Super Duper Mart. Hing natürlich auch überall Leichen, war ja klar. Klopf, klopf. Ich glaube, einen Einkaufskorb brauche ich nicht. Vertrockneter wilder Ghoul. Ich hoffe doch jetzt nicht, dass ich wieder auf ein paar Ghoule treffe. Ghostwurf. Danke. Nächstes Ziel. So. Kritisch ausführen. Da habe ich ihn weggeschossen. Es war doch klar, dass irgendwo wieder ein paar... Doch klar, dass hier drin Ghoule auftauchen. Das ist mega ein schönes Durcheinander. Komm her, du Ghoul. Ich hab nicht verzogen. Ich hab genau getroffen. Hier aber noch schön in Ruhe weiter um, weil ich glaube nicht, dass das der letzte Ghoul war. Wenn ich gerade eben der Minimap richtig trauen konnte. Bei der Minimap, sag ich schon. Wenn man das gebrauchen kann, fressen sie den Wesen. Ich kann alles gebrauchen, Coastworth. Ich wusste es doch! Erschreckt mich auch noch, obwohl ich wusste, dass da irgendwo einer ist, ey. Glaube ich, esse jetzt mal ein paar Melonen. Erschrecke ich mich noch, obwohl ich weiß, dass da gleich einer kommt. Ich
könnte auch mal was von dem Leckard Hirnpilz essen. Ah, Jet verursacht Zeitloop. Ich müsste doch jetzt eigentlich... Genau, ich esse jetzt einen Maulwurfshappen. So. Hab ich so viele von gemacht. Ich frage mich, was hier wohl das Dach zum Einstürzen gebracht hat. Vielleicht so eine Atombombe? Kosmos, aber es ist nur eine Theorie. Wieder zu viel. Ich schmeiß mal wieder was Kleidung ab. Hat hier wohl das Dach zum Einstürzen. Fragen wir doch mal die hier. Wenigstens 38er Munition. Knuspriges Eichhörnchen klingt ja lecker. Also, Ghule sind echt nicht so... Mein Favorite. Knacken wir mal die Türe hier. Klack, das war jetzt einfach. Das wär's. Drei Fusionszellen. Oh, so wusste ich's mal. Ghostworth, du tankst. Gut, Ghostworth. Hat er den Arm abgeschlagen? Streuende Lasermuskete bekommen. Denn 33 Schaden, 30 Schaden, aber die Präzision ist halt, also die kann ich echt, nee, die bringt mir gar nichts. Schieße ich alles an. Aber Fusionszellen für die Lasermuskete, die können wir gebrauchen. Patronen. So, gehen wir noch in den anderen verschlossenen Raum. Schauen uns hier noch um. Hier war ich nämlich noch nicht drin. Eine Babyrasse nehme ich jetzt nicht mit. Ghostwolf hat wieder einen Ghoul gefunden. Er hat mehr als einen Ghoul gefunden. Ich wusste doch, von irgendwo kommt gleich einer. Ich meine Ohren nicht getrübt.
kommt ihr denn jetzt alle her? Da irgendwo ein Nest? Okay, der hat seinen Kopf verloren. Jetzt ist etwas kopflos. Ich weiß, der war auch nicht besonders, aber... Er war halt wirklich kopflos. Schauen wir uns hier noch was um. Wahrscheinlich zeigt er mir da noch einen Ausgang an. Das war wieder eine etwas längere Folge. Weil an dem Looten will ich euch jetzt natürlich noch teilhaben lassen. Die macht schon ordentlich Rums. Du lebst noch? Jetzt aber nicht mehr. Also, cool, hält ganz schön was aus. Sollte ich ihn schon lassen. Und Munition sage ich natürlich jetzt komplett ein. Ja, ich leg jetzt gleich was ab. Moment, Cosmos. Der hatte nämlich... Wir sollten diesen Ort hier durchsuchen. Vielleicht finden wir hier etwas Brauchbares. Ich finde doch gerade schon Brauchbares, falls du es nicht bemerkt hast. Ich gebe ihm jetzt auch ein bisschen was. So, warte mal. Weil da war noch eine Menge interessante Sachen drin. Ablegen. Raider Power Helm? Raider Power Torso? Ich bin den... Ich bin die Raider-Sachen noch mit anschleppen, statt die da zu lassen. Oh. Muss ich mir auf jeden Fall fürs nächste Mal direkt merken. Kronkorken bis. So. Cosworth. Danke. So, wir haben jetzt noch neue Klamotten bekommen. Und das muss ich auf jeden Fall beim nächsten Mal in Sanctuary lassen, weil das war jetzt doof, das einzupacken. Leicht umgebaute Lederrüstung. Die ziehen wir mal an. Können wir dich nämlich hier direkt ablegen. Da war eine Waffe. Kalibrierte 10mm Pistole macht 21 Schaden. Ne, eine taktische war das ja. 46er Feuerrate. Hat einen Standardverstoß, verlängerten leichten Lauf, Scharfschützengriff, Standardreflexvisier. Sie scheint auf jeden Fall. Scheint besser zu sein als die, die ich da habe. Weil meine hat kalibrierten Verschluss, kurzen Lauf, Standardgriff, Standardmagazin, Standardvisier. Ja. Okay. Du wirst meine neue Pistole für da. Und du fliegst. So. Ich lasse euch jetzt auf jeden Fall noch daran teilnehmen, was sich hinter der verschlossenen Tür verbirgt. Lass mal gucken jetzt hier noch kurz. Ist ja immer noch viel zu viel zum Umgucken. Ah, eine Laborstation. Ah, das kann man.
Ja, das kann man jetzt. Ich kann noch mehr hinstellen. Oh, cool. Ich kann ja echt interessante Sachen machen. So. Das war's dann aber auch. Ich Hobby-Chemiker. U-Bahn-Marke. Okay. Ich würde jetzt nochmal sagen, das war's dann wirklich jetzt für diese Folge. Das Terminal benutzen wir dann auch in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Snaker. Bis dann. Ciao.